dieser Baum ist riesig. Da könnte man bis ganz nach oben klettern. Ein Megabaum. Und da drin ist es ganz dunkel, weil alles voll Gebüsch ist. Hier bin ich in einer kleinen Ecke. Und hier drin ist es mega dunkel. Jetzt mache ich ein bisschen gemütlich. Die Vögel, die zwitschern immer noch. Das ist gut. Wenn sie langsam aufhören, ist es auch schon dunkel langsam. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen umherstreifen. Aber sobald es dunkel wird, werde ich mich nur noch hier befinden, bei meinem Lager. Und mache mir ein Feuer, werde etwas essen, werde mich stärken, ausruhen. Und dann werde ich raufgehen und schlafen. Die Nacht werde ich wahrscheinlich ruhig verbringen. Ich werde mich ruhig verhalten, wie immer. Und dann werde ich früh am Morgen werde ich dann weitergehen. Der Rückweg ist ein bisschen anders, schwieriger. Darum werde ich früh weggehen. Die Sonne geht aber auch schon früh auf. Sobald ich die Sonne sehe, bin ich weg. Denn wenn man in einer Überlebenssituation ist, oder auch so, also einfach, ja, also man muss dann einfach den Tag ausnutzen, weil hier lange gemütlich schlafen, bis um 10, es ist sehr gut, wenn man das kann, dann heißt es, man hat ein sehr gutes Lager gebaut. Ja, aber man sollte den Tag halt ausnutzen. Möglichst früh, sobald es hell wird, aufstehen und weiterarbeiten oder weitergehen. Oder Sachen machen, bis die Sonne wieder untergeht. Also den Tag ausnutzen und wirklich effektiv arbeiten. Ja, es gibt Tage, eben, ja, es kommt immer auf die Situation drauf an. Manchmal muss man sich auch nur ausruhen und einfach auf Hilfe warten. Dann heißt es halt nur Nahrung und Wasser versorgen, den Körper aufrechterhalten, die Psyche stabil halten, signalisieren und einfach nur gemütlich warten. Aber wie gesagt, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich wieder zurück will, in die Zivilisation. Und darum werde ich am Morgen früh, sobald es hell wird, werde ich weitergehen. Bei meinem Gesundheitscheck bin ich auf eine Zecke gestoßen. Und jetzt werde ich sie entfernen und töten. Alles gut abwischen so. Das ist sicher sehr hilfreich. Denn ich habe jetzt schon zwei Zecken habe ich jetzt gesehen. Sie waren nicht drin, aber ich habe sie weggenommen. Ja, es ist halt einfach so. Es ist nicht schön, es ist nicht gut, aber es ist halt einfach so. Also man muss sich einfach abwischen, schaut alle Wunden an und so weiter. Am besten das T-Shirt und einfach die Kleidung abziehen, ausschütteln. Die Hose auch am besten. Schuhe, Socken, alles ausschütteln. Dann wird es ein bisschen luftiger und man fühlt sich nur alleine vom Ausschütteln der Kleidung fühlt man sich automatisch ein bisschen hygienischer. Jedenfalls ich zumindest. Hört ihr das? Das wird mich noch nerven. Hier die Birkenrinde.
und das Harz. Okay, ich werde zuerst einmal hier die Hälfte von der Birke nehmen, nicht alles. So, danach kommt das Harz. Das Harz tue ich einfach so raufschnitzen und ein dickes Stück lege ich hier in die Mitte und die kleinen Stücke, die verteile ich. Okay, das Feuer brennt. Ich werde jetzt ein bisschen dafür sorgen, dass ich eine kleine Glut bekomme. Aber wie gesagt, ein großes Feuer will ich eigentlich nicht machen. Nur ein bisschen gemütlich, etwas essen und ein bisschen Sicherheit. Also das Feuer brennt, ich habe jetzt alles gemacht und ich werde jetzt hier gemütlich am Baum hinsetzen. Alles ist ruhig, ich habe vorhin nochmal alles gecheckt, aber ich werde jetzt etwas essen, ich habe Hunger. Ich habe hier Brennnesseln,
und Rotklee und Weißklee. Ich werde das jetzt zubereiten und dann essen. Ich werde hier einfach die Brennnesseln, werde ich hier nur die Blätter nehmen. Das mache ich einfach hier rein. Also die Blätter und die Samen. Die Nacht ist sehr ruhig. Ich höre gar nichts. Ab und zu ein kleines Knacksen. Aber das ist normal. Das Feuer brennt auch schön. Ich halte es klein. Denn brauchen tue ich es nicht für die Wärme, sondern nur zum Essen und zum Wohlfühlen, gemütlich. Und jetzt schön in die Glut und warten, bis es kocht. Das macht das Essen nicht nur sicherer, sondern natürlich auch geschmackvoller und leckerer. Ich habe mir noch kurz einen kleinen Löffel gemacht. Ja, eine Suppe könnte ich damit nicht essen, aber jetzt hier zum etwas reinschaufeln reicht das. Sieht schon sehr gut aus. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen drin, denn ich habe es gern, wenn es wirklich latschig ist. Aber nicht mehr lange, dann esse ich es. Mach noch kurz ein bisschen Licht. Sieht sehr gut aus und es riecht auch gut. A gute. Ich werde jetzt hier fertig essen, dann bleibe ich noch ein bisschen beim Feuer und danach werde ich das Feuer löschen und ich werde raufgehen. Dieser Baum ist gut. Okay, es wird Zeit.
Ich gehe jetzt nach oben zu meiner Schlafstätte. Ich habe den Rucksack gepackt. Das Feuer ist am Ausbrennen. Ich werde es nicht mit Wasser löschen, weil das Wasser brauche ich noch. Und am Morgen will ich vielleicht noch ganz kurz das Feuer entfachen wieder. Jedenfalls behalte ich das Feuer noch, aber ich brenne es natürlich aus. Also ich lasse jetzt einfach herunterbrennen. Also, ich gehe jetzt hinauf. Ich werde die Kamera einpacken und werde mich oben melden, wenn ich oben bin. Also, bis später. So, also ich bin oben. Es ist ein bisschen schwieriger gewesen im Dunkeln. Also ich ging mit Lampe hinauf. Rucksack hatte ich auch an. Aber egal, jetzt bin ich oben. Ich habe mich jetzt sicher eingerichtet. Den Rucksack, den habe ich hier befestigt. Mit den Schnallen habe ich einfach die Schnalle ringsum gemacht und so werde ich mich wahrscheinlich nachher auch sichern. Jedenfalls, ich bin jetzt oben. Das Feuer glüht noch ein bisschen. Sonst ist alles ruhig. Und ich fühle mich wirklich gut und sicher. Es sieht gut aus. Stabil. Und das hält. Ich habe alles gemacht. Ich fühle mich hier mega sicher. Ich bin weit vom Boden entfernt. Die einzige Gefahr, die besteht, ist, dass ich hinunterfalle. Aber das ist mir natürlich bewusst. Und darum werde ich mich so hinlegen, dass das nicht passiert. Diese Firststangen, die werden nicht hinunterrutschen. Es ist nicht möglich, weil es ist so, die Äste und ja, das hält. Ich werde jetzt den Rucksack irgendwie anziehen beim Schlafen und werde wahrscheinlich mich irgendwie sichern durch den Rucksack. Ich überlege mir noch etwas. Okay. Also ich weiß, wie ich mich hinlege und ich weiß, wie ich mich sichere. Es ist ein bisschen kompliziert, aber folgendes. Also das ist ja ein sehr stabiler Rucksack und die Nähte sind sehr gut verarbeitet und die Clips sind auch sehr stark. Ich habe einen guten Gürtel an, einen sehr starken Gürtel und das ist perfekt. Ich werde jetzt meinen Gürtel abziehen, werde den Gürtel um diesen Baum machen und durch das. Und dann werde ich den Rucksack anziehen und werde die Schnallen bei mir am Körper festzurren. So bin ich eigentlich am Rucksack festgebunden und der Rucksack ist am Baum festgebunden. Wenn jetzt hier diese Konstruktion fallen würde oder ich aus irgendeinem Grund fallen würde, dann würde mich dieser Rucksack aufhalten. Ich würde hier dann in den Gurten baumeln. Aber das wird nicht passieren. Aber trotzdem werde ich mich sichern. Denn sicher ist sicher.
Okay, ich habe jetzt meinen Gürtel abgezogen und das so gemacht, wie ich euch gesagt habe. Hier gut befestigt an dem Baum und hier durch. Und jetzt habe ich eigentlich hier so quasi ein Klettergurt. Da gehe ich dann rein, mache alles zu, komplett zu und bin dann im Rucksack drin. Und ich werde jetzt versuchen, hier am Baum in einer Art Embryo-Stellung, also Embryo-Stellung, hier zu schlafen. Ich bin schon mal Probe gelegen vorhin und das geht. Also ich werde nicht hier außen schlafen, sondern hier innen.